Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Die Degusta-Box ist gerade angekommen, die möchte ich mit euch unboxen. Und wenn euch das interessiert, dann wie immer schnappt den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Die Degusta-Box ist da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich. Die gibt es momentan für 9,99 Euro. Ist eine Food-Abo-Box und hier hast du eigentlich Markenprodukte für ein, sag jetzt mal, für ein Schnäppchen oder manchmal auch Produkte, die noch gar nicht so auf dem Markt sind. Und ich freue mich tatsächlich diesen Monat drauf. Ich bin da richtig scharf drauf, neue Produkte zu testen, auszuprobieren. Deswegen, ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade. Vielleicht sogar heute noch, ich kann es euch nicht sagen. Wir haben einen Flyer, wir haben Werbung, Informationen, was in der Kultbox noch wäre. Ich habe auch einen Rabattcode, den blende ich euch ein, beziehungsweise wenn ich es vergesse, unten in der Infobox sind immer alle meine Boxen verlinkt. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Auf jeden Fall haben, wenn wir so Werbung drin haben, dann ist von so einer Firma auch so ein Produkt drin. Die Degusta Box Kult ist im Endeffekt auch eine Box, aber da sind hauptsächlich Milchprodukte vielleicht auch drin, die gekühlt sind oder generell Produkte, die gekühlt sind. Ich habe bei der lieben Irene immer mal geschaut, die Box ist leider für mich nichts, aber auch hier, wie gesagt, machen sie immer wieder Werbung, Angebote. Und im März gibt es sogar für die normale Box nochmal Angebote und auch je nachdem, was für eine Zahlungsweise du hast, haben sie auch Angebote. Also da am besten mal auf die Webseite schauen. Und hier haben wir wieder dieses Phänomen eines Flyers, wo man alles auf einen Zettel machen kann. Und da haben sie natürlich ein bisschen Information. Und du hast natürlich auch immer mal wieder eine Box, die unterschiedlich befüllt ist. Das heißt, ich sage immer das Beispiel Duschgel, wenn einer ein grünes hat, der andere ein rotes und blaues, wie auch immer. Und das macht die Videos dann auch wieder interessanter für euch, weil dann weißt du ja im Vorfeld nicht, was hat der eine oder andere in seiner Box drin. Ich greife jetzt einfach mal wie wild rein, also ohne Reihenfolge. Und dann schauen wir mal, was da so für Produkte drin sind. Und das erste Produkt ist wieder was ganz Tolles. Und zwar haben wir von der Firma Food Spring einen veganen Proteinriegel mit Apfel und Zimt. Ja, ihr wisst, ich bin nicht so diese Proteinriegel-Fangemeinschaft, aber ich mag Apfel und Zimt. Und dann gucken wir mal, was das schöne Schätzchen so kosten soll. Auch hier hätte es zweierlei Varianten geben können. Einmal eben Apfelzimt oder Blaubeer-Käsekuchen. Finde ich gut, weil ich liebe Zimt. Und dieses schöne Schätzchen kostet 2,49 Euro. Und steht denn da nochmal was dabei? Mit weniger Zucker, mehr Protein, einfach komplett pflanzlich. Ist ein Mix aus Weizen, Kichererbsen und Ackerbohnenproteinen und frei von Palmöl. Ja, also vielleicht testen wir es gleich. Ich habe heute nicht wirklich Mittagessen gehabt. Mein Mann schimpft dann immer. Ich schmeiße mir dann immer irgendwie sowas in die Pfanne. Riecht sehr nach Apfel. Also lecker sehen die nicht aus. Also schreibt mir mal bitte, diese ganzen Cookies, die sehen doch alle einfach nur eklig aus, oder? Schmeckt nach Zimt, schmeckt nach Apfel, aber die Konsistenz ist eher bäh. Man kann es essen. Ich werde es auch aufessen. Aber empfehlen würde ich euch jetzt nicht. Ich bin Team Butter. Ja, man kann es essen, aber ja, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Produkt. Und das ist ein großes und das finde ich wieder gut. Von Dr. Oetker ein Müsli. Jetzt habe ich nämlich tatsächlich zu meinem Mann letztens gesagt, dass in den Foodboxen in letzter Zeit wenig Müslis oder Cornflakes waren, weil wir haben damit immer unseren Vorrat aufgefüllt, mussten eigentlich gar nicht mehr los und mussten irgendwas kaufen. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass wir schon mal Cornflakes drin hatten, die ich nirgendwo bekommen habe, was ein bisschen schade da war. Und hier haben wir jetzt von Dr. Oetker Vitalis Vanille. Okay, ein Müsli mit Vanille.
Sieht auf den ersten Blick sehr ansprechend aus. Da steht nichts mit vegan und ohne irgendwas. Und da hättest du auch wieder dreierlei haben können. Entweder Knusper pur. Ich habe Knusper pur. Oder Schoko. Oder mit Nüssen und Kernen. Kostet 4,99 €. Okay. Ja gut. Ohne Zucker. Ohne Zucker finde ich gut. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Tatsächlich tue ich sowas gerne mit Joghurt essen. Und ich habe meinen Mann jetzt sozusagen unter die Müsli immer noch Leinsamen reingesteckt. Das ist ja auch gut für den Magen. Aber da bin ich gespannt. Die Dr. Oetker Sachen mag ich persönlich sehr gern. Und ich denke, das wird uns auch schmecken. Und dann haben wir was, da muss ich auch so lachen. kleine Story am Rande. Mein Mann und ich sind ja nicht so die Dosenesser. Ich habe aber ganz gerne einfach mal so Sachen da. Also da ist natürlich Nudeln mit Hackfleischbällchen, mag ich sehr gern. Und mein Mann liebt Raviolis. Und letztens haben wir ja so eine Dokumentation gesehen über gesunde Ernährungsweise. Und da haben die Dosen ja so schlecht abgeschnitten, da dachte ich mir, gut, dann mache ich die letzte Dose Ravioli einfach alle. Dann haben wir nichts Ungesundes mehr da. Und am nächsten Tag, wo ist denn die Dose? Du warst auf Arbeit und ich hatte Hunger. Ich wollte das Essen, so schnelles Essen, dachte ich mir, ich gehe morgen los und kaufe dir eine Dose. Und was haben wir jetzt hier drin? Eine Dose Ravioli mit Sojahack. Weiß ich jetzt nicht, ob das besser ist. Und zwar, schauen wir mal, da gibt es auch nur diese eine Variante, 2,99 €. Okay, auf Pflanzenbasis. Ich bin gespannt, ob das meinem Mann schmeckt. Ich werde es auch probieren. Wie gesagt, Ravioli, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so meins. Ich mag diese Konsistenz nicht, aber wenn es mal schnell gehen soll, bin ich ein Fan von so Dosen einfach. Bin gespannt, wie es schmeckt. Ihr werdet es erfahren. Ist schon witzig, wie das Leben so manchmal spielt. Dann haben wir wieder eine Dose drin. Und ich glaube, das geht gleich weiter. Tanqueray mit Tonic, 3,29 €. Okay, ein Gin mit Tonic, ohne Alkohol. Weil ich hatte tatsächlich letztens sowas, ich glaube sogar die Dose sah gleich aus, aber mit Alkohol. Die habe ich aufgemacht und habe sie in ein Glas gekippt und die hat gerochen und geschmeckt wie Flüssigkleber und habe es gleich weggeschmissen wieder. Deswegen wird das 1:1 weitergehen. Ich mag Gin, aber der Geschmack von dem oder zumindest das, was nicht so aussah, war überhaupt nicht meins. Zero Zucker, 0% Alkohol. Ich finde halt sowas ist sinnfrei. Aber mein Gott, ich bin der Meinung, wer keinen Alkohol trinken möchte, der braucht auch kein Ersatzprodukt, der braucht auch keinen alkoholfreien Sekt. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Weil ich, also mein Bruder trinkt zum Beispiel gar keinen Alkohol. Der möchte aber zum Beispiel auch keine Flasche, wo drauf steht 0% Alkohol. Der sagt, nee, er trinkt Wasser und das ist für den in Ordnung. Der will so Ersatzprodukte gar nicht. Von dem her finde ich persönlich das auch sinnfrei. Nächstes Produkt, und da bin ich jetzt gespannt, was es ist. Chili con carne vegan. Mein Abendessen ist gesichert. Follow Food Instant Cup, 2,49 € aus ökologischer Landwirtschaft. Und zwar haben wir eine, ich sag jetzt mal jetzt so eine China-Suppe, bloß mit Chili con Carne. Da bin ich auch richtig gespannt, weil ich mag Chili con Carne. Wenn ich Chili con Carne koche, da hast du gefühlt eine Woche lang mit dem Magen, weil scharf und viel Bohnen. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall heute mal probieren. Wie gesagt, dieses Vegane ist immer so Sach. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, aber wir testen einfach mal. Ich weiß nicht, ich habe es im letzten Video schon erzählt, ich bin letztens wirklich nach diesem Bericht, wo wir gesehen haben, mal in die Abteilung gegangen für vegane Produkte, weil ich bin ja grundsätzlich nicht dagegen und bestimmte Sachen schmecken auch, aber was mir so aufgefallen ist, wenn ich diese Produkte im Regal sehe, das ist auch viel mit Plastikverpackungen, bunt, sehr farbig, wo ich mir denke, gesund sieht es nicht aus. Also ich glaube einfach, das ist noch nicht
ausgereift, das Ganze, das ist noch in der Entwicklungsphase, das braucht alles noch seine Zeit. Wie gesagt, ich schaue einfach, dass ich frisches Obst und Gemüse bekomme. Wir haben ja da einen Landwirt, der sich darum kümmert, und Fleisch tun wir halt tatsächlich nur noch aus eigener Schlachterei mehr oder weniger verwenden. Deswegen bin ich vielleicht kein Beispiel für alle anderen, und ich bin auch dann schon eher dafür, dass man weniger Fleisch isst, aber nur dieses vegane, pflanzliche, da bin ich halt kein Fan, aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. So, und dann haben wir ein Trüppchen. Barbecue. Die liebe Hanni, liebe Grüße hiermit, die würde jetzt sagen, ich liebe Barbecue, ich hasse es wie die Pest, von Funny Frisch Barbecue Style Chips. Wir haben eine Probepackung von 20 Gramm für 32 Cent. Ich werde sie probieren, aber Barbecue ist auch nicht so meins. Aber da können wir es eigentlich gleich probieren. Gell? Wir sind heute in Probierlaune. Wo habe ich jetzt die Schere hingeschmissen? Weil das ist jetzt so eine kleine Packung, das kann ich auch schnell probieren. Und wenn es nicht schmeckt, ja gut, dann ist halt so. Mein Mann wiederum mag Barbecue. Der kauft sich auch immer diese teuren Soßen immer. Aber ich mag diesen rauchigen Geschmack einfach nicht. Das finde ich eklig. Als Kind habe ich schon gemocht. Es riecht jetzt nicht so schlimm. Es ist auch wirklich minimalistisch nicht viel drin. Und ich esse euch jetzt einfach euch was vor. Kann man essen. Dieser Barbecue-Geschmack kommt für meinen Geschmack ganz wenig durch. Was eher durchkommt, ist die kleine Chilischote. Ich muss sagen, die sind gar nicht schlecht. Die würde ich mir auch kaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen, wenn das jetzt eine große Packung gewesen wäre, hätte ich es gleich weiter verschenkt. Aber die finde ich tatsächlich nicht schlecht. Das Barbecue kommt fast nicht durch. Also von dem her, nehmen wir meine Meinung zurück und dann schauen wir mal weiter rein. Wir haben wieder was Veganes. Also wenn die jetzt auch noch mit vegan anfangen, dann geht diese Box auch das Irdische. Und zwar eine Mayonnaise von der Firma Heinz, 2,99 €. Hier hätte es auch drei verschiedene geben können. Ich glaube einmal Knoblauch, einmal Curry vielleicht. Und ich habe jetzt die Mayonnaise. So ähnlich hatten wir auch schon mal. Mein Mann hat gesagt, die schmeckt nicht. Ja, ich werde sie einfach mal in den Schrank tun, falls wir mal nichts da haben. Wir haben hier übrigens 220 Milliliter. Ja, also die kommen tatsächlich ins Backup, wenn wir wirklich nichts da haben. Aber mein innerer Jubelschrei ist jetzt mal hier nicht dabei. Aber auf der anderen Seite, man soll es halt wirklich immer mal probieren, weil sonst weiß man ja nicht, ob es schmeckt. Das Produkt des Monats, und zwar von Barilla, ein Pesto, vegan, 3,79 €. Pesto mag ich gern, und da ist mir auch tatsächlich wurscht, ob vegan oder nicht. Das werde ich einfach unter die Nudeln mischen. Mein Mann isst es gar nicht, aber auch hier zum Beispiel in meiner Nachbarschaft ist schon ein paar Mal so gewesen, dass ich gesagt habe, hast du noch ein Pesto da für irgendeinen Nudelsalat? Dann habe ich natürlich was im Backup, also von dem her, das passt schon. Und ich liebe Pesto, mache das gerne einfach so als schnelle Mahlzeit. Nudeln kochen, Pesto rein, Käse drüber, fertig, aus die Maus. Das ist für mich ein perfektes Single-Essen. Nächstes, nein. Nein, definitiv nein. Geht an meine Kollegin weiter, und zwar von DM Sportness, ein Brownie. Ein Schoko-Brownie. Ich hatte, wir hatten ja letztens schon mal Proteinriegel drin, hat mein Mann auch nicht gegessen. Dieser kostet jetzt 1,25 €, der geht definitiv weiter. Ja, finde ich jetzt für eine Foodbox okay. Ich esse es halt einfach nicht, aber das ist halt so, die Geschmäcker gehen auseinander. Ich kaufe mir gern die Proteinriegel von DM. Die für 59 Cent, die esse ich wieder. Das ist ja komisch, gell? Der, wie gesagt, geht weiter, aber ist für mich völlig in Ordnung, dass das in der Box ist. Und dann haben wir wieder was Eingepacktes, und da bin ich gespannt. Und zwar Firma Tartex Senftel Brotaufstrich, 2,89 €. Wir hatten sowas ähnlich schon mal vom Rossmann, und das war, glaube ich, Tomate, Linsen. Da habe ich erst gesagt, nee, das schmeckt nicht, und ich würde es mir tatsächlich auch wieder nachkaufen. Deswegen bin ich gespannt, wie dieses schmeckt. Ich liebe Senf, ich liebe Dill und so Brotaufstrich sowieso. Wie gesagt, ich glaube, dass mir das tatsächlich schmeckt, und darüber freue ich mich natürlich. So, war es das? Nein, wir haben noch was. Okay. Natuko, eine Champignon-Cremesuppe, 1,29 €.
sowas habe ich früher, wo ich 18, 19 war, einmal gekauft. Heute mache ich solche Suppen tatsächlich nicht mehr aus fertigen Tütensuppen, sondern mache das selber. Ich werde es mal machen. Wie lange ist denn das haltbar? Bis Juni 2024. Wir haben festgestellt, egal ob Suppen oder Soßen oder was weiß ich, halt einfach so Pulver für sämtliche Gerichte, wenn wir so Fertigkram haben, dann haben wir immer hinterher entweder oder mit der Haut, Pikettchen, keine Ahnung. Deswegen kaufe ich sowas gar nicht mehr. Ich bin jetzt sogar so weit, dass ich Maggi fast gar nicht mehr verwende, weil das war eigentlich das Einzige, was wir überhaupt noch verwendet haben. Ich bin gespannt, wie die schmeckt. Ich werde es auch gerne probieren, aber ich kaufe sowas auch gar nicht mehr. Ich freue mich auch auf sowas nicht. Also wie gesagt, ich gehe an dieser Abteilung komplett vorbei. Das Einzige, was diese Abteilung, diese Fertigsuppen, Fertigsoßenabteilung wirklich gut ist, wenn du aber nicht weißt, was du kochen sollst, dann gehst du einfach an diese Abteilung und gehst, was kann man denn für ein Gericht kochen? Dann finde ich das wieder gut. Ja, zum Testen okay, aber ist jetzt nicht so was, wo ich jetzt sage, würde ich mir tatsächlich kaufen. Und da wisst ihr auch, das würde ich mir nicht nachkaufen. Dann haben wir noch eine Werbung von dem Pesto. Und das war tatsächlich die Box. Die Box heißt übrigens New Year, New Me. Ja, wir haben jetzt die Ravioli, wir haben die Con Carne, wir haben die Chips, wir haben den Brotaufstrich, wir haben den Pesto, wir haben Cornflakes, wir haben den Cookie, wir haben eine Tütensuppe, wir haben einen Gin. Wir haben den Brownie und wir haben die Mayonnaise. Also muss ich sagen, eigentlich eine gute Box. Ob man jetzt die Firmen, die Marken, die Produkte mag, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich sage jetzt mal für so einen Haushalt oder einen Single-Haushalt, der jetzt gerade mal ein bisschen Lebensmittel braucht, finde ich eine gute Zusammenstellung, muss ich sagen. Und da ist jetzt eigentlich was von allem dabei. Vielleicht hätten sie anstatt zwei Fertigprodukte vielleicht noch was zum Trinken dabei haben können. Dann wäre es perfekt gewesen. Also nichts mit Tonic oder wie auch immer, sondern vielleicht der Saft. Dann wäre, glaube ich, die Box perfekt gewesen für den Start, für den Januar. Aber ich freue mich tatsächlich über die Sachen und werde euch berichten, was war oder was nichts war. Und ihr werdet es dann mitbekommen. Und ja, dann beende ich doch hier das Video. Freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich tue jetzt noch die Goodiebox unboxen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Eure Heike.